Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ja, der große Patch ist aufgespielt worden. So groß war er jetzt eigentlich nicht. Es waren nur irgendwie knapp 200 MB. Es hat sich aber einiges getan. Ja, hier in den Skills, wie man sieht, hat sich leider nichts getan. Das sind immer noch dieselben. Allerdings gibt es jetzt hier so ein, ja, eine Garderobe. Da kann man halt die ganzen Skins im Prinzip einsetzen und die dann halt hierüber ja, im Prinzip auswählen und halt dann drüber pappen. Jetzt habe ich natürlich keine keine aktuellen Sachen da, weil alles habe ich schon hier so reingesetzt zum Testen. Zum Beispiel, wollen wir irgendwie irgendwas irgendwo? Waffe? Also ist dann sowieso jetzt nur Zepter. Also ich kann nur jetzt die Hauptwaffen hier wechseln, beziehungsweise ich muss es halt dann anwählen. Wenn ich dann hier irgendwie einen Stab ausrüste, müsste ich eigentlich. Mach mal hier. Also hier kann man hier die Skins freischalten. Wenn ich den dann hier hinsetze, dann kann ich halt hier die Stäbe halt entsprechend ändern. Ist eigentlich ganz einfach. Man klickt dann halt auf den jeweiligen Skin und dann bekommt man halt hier gesagt, dass man hier ja, Transmutationsladungen verwenden muss. Kriegt auch hier eine Vorschau angezeigt. So sieht das dann halt aus. Ich habe jetzt momentan keine. Deswegen erstmal nicht. So, dann müssen wir das ja jetzt wieder umräumen. Nicht Heldin-Garderobe, sondern Ausrüstung bitte. Wo war das? Wo ist mein Fokus abgeblieben? Da, glaube ich. So, ja, ich habe halt ein paar Transmutationsladungen. Doppelklicken, doppelklickt, um eine Transmutation zu erhalten. Wie für was? Keine Ahnung, was das da stellen soll, weil das ist jetzt hier irgendwie doppelt gemoppelt. Deswegen, das sind Ladungen und ich soll die jetzt doppelklicken, um eine Ladung zu erhalten? Was ist das denn? Ah ne, okay, der legt sie dann ab. Alles klar. Jetzt müsste ich doch eine Ladung halt haben, oder? Das ist Ausrüstung, Garderobe, bitte. So, das zum Beispiel. Genau, jetzt habe ich da eine Ladung drin, alles klar. Dann könnte ich die da verwenden. Machen wir aber mal nicht. Was haben wir noch hier in diesem Ausrüstungsfenster? Also das ist unsere ganz normale Ausrüstung. Hier könnte man eigentlich dann halt auswählen, was man gerne anziehen will. Dann hier unten die Farben. Die sind jetzt hier auch für alle Charaktere freigeschaltet. Also nicht nur noch für einen, sondern für alle. Also da ist jetzt zum Beispiel auch hier mein Schwarz drin von meinem Krieger. Und halt sonstige Farben, die er da halt hatte. Und hier haben wir noch ein paar Farben, die wir noch nicht kannten. Dann machen wir das hier einfach mal verwenden. Kann man natürlich auch im... Oh, ist das denn für ein Rot? Kastanie. In diesem anderen Menü halt machen anscheinend. Aber ich mache es dann doch lieber hier aus dem Inventar raus. Um die Farben für alle Charaktere freizuschalten, also so wie jetzt hier in meinem Fall, ich hatte ja die meisten Farben mit meinem Krieger gehabt, muss man eigentlich mit dem Charakter sich einmal einloggen und dann bekommt man die Farben für alle freigeschaltet. Also wenn ich jetzt hier, ja, jetzt habe ich natürlich keinen mehr, oder halt, wie eben gesagt, mit dem Krieger muss ich mich dann zuerst einwählen und dann bekam halt auch hier
sie hier sämtliche Farben. Beziehungsweise halt auch umgedreht. Wenn Farben von einem Charakter irgendwie doppelt sind, also ich habe ja ein paar, ich habe jetzt glaube ich hier vier Charaktere. Da habe ich es ja so gemacht, doppelte Farben, die der Krieger nicht hatte, hatte ich dann an irgendeinen anderen Charakter halt weitergeschickt und habe die dem halt gegeben. Solche doppelten Farben, die halt schon gelernt worden sind, aber dadurch, dass jetzt irgendwie ein anderer Charakter das halt schon hatte, werden gut geschrieben. Man bekommt dann irgendwie per Post, da steht dann irgendwie drin von wegen, ja, hier doppelte Farbe und tralala. Und dann bekommt man diese Farben, beziehungsweise noch unentdeckte Farben eigentlich, zugeschickt. Und dann kann man die halt da wieder doppelklicken und halt, wenn man Glück hat, bekommt man neue Farben, wenn nicht, bekommt man keine. Die kann man dann im Auktionshaus, doppelte Farben kann man im Auktionshaus verticken. Hier sieht man dann halt auch, diese Transmutationsladungen müssen leider hier gekauft werden. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie per Quest bekommt. Werden wir wohl im Laufe noch sehen. Wir haben ja noch ein paar von meinen persönlichen Quests über. Deswegen, da wird dann sehr wahrscheinlich immer noch irgendwie so ein paar Steine normalerweise rausfallen. Aber jetzt hier erstmal nur über den Edelstein-Shop. Hier sieht's, also so viel habe ich da noch nie gekauft. Ich habe halt meistens hier Taschenerweiterungen und einen Banklagerplatz sowas gekauft. Es ist jetzt eigentlich zu spät. Eigentlich war für einen Tag direkt hier nach dem Patch konnte man halt diese 5 Transmutationsladungen, die ich jetzt da halt hatte, halt kostenlos hier bekommen. Das habe ich dann auch gemacht. So, ja, da müssen wir erst da zu dem Schwarzlöwen-Handelsposten hin. Finde ich immer noch ein bisschen blöd. Die könnten sie eigentlich auch per Post schicken, dass man sowas immer abholen muss. Deswegen, man kann zwar ins Auktionshaus immer direkt stellen, aber sowas, muss man dann da holen. Hier Skins, die halt keine Waffe haben, die sind gesperrt, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Gerade da hätte es fast Sinn gemacht, dass man die einfach jetzt hier auch da irgendwie einsetzt. Finde ich ein bisschen schade, dass man die dann direkt da so reinsetzt. Auch hier. Deswegen, das sind halt auch nur Skins. Verstopfen mir jetzt hier irgendwie ein bisschen das ganze Bankfach. Das können wir eigentlich rausnehmen. Das hatten wir hier als doppelt. Hier als Hose. Das ist die sexy Hose. Hier das Ding. Aber da habe ich auch den Skin schon. Einiges habe ich jetzt noch nicht hier. Ich weiß jetzt nicht, kann man das... Ah, hier kann man zum Beispiel da ist Skin freischalten, zack. Flammenstab, nee, lass mal. Wir wollen es noch nicht binden. Ich nur gerade gucken. Ach nee, das muss man dann binden, alles klar. Ja, das war dann auch doof. Ja, das sieht aber ganz nett aus. Das ist jetzt aber ein Level 39 Stab. Den müsste ich also tatsächlich erstmal binden und ich kann den dann nicht mehr verkaufen. Sehe ich das richtig? Wollt ihr einen Account binden? Nein, will ich ja nicht. Weil ich will die Dinger ja eventuell vertitschen oder sonst irgendwie was damit machen. Ach, sei es drum. Also der gefällt mir, den machen wir einfach mal hier zum Account und dann haben wir den freigeschaltet. Aber halt Items sind halt sowieso Account gebunden insofern. Ist es fast wurscht.
Wie kann ich dann trotzdem immer noch hier mit einem anderen Charakter benutzen? Also so geht das auf jeden Fall mal mit diesem ganzen Ausrüstungsgedönse. Jetzt habe ich natürlich hier diese alten Transmutationssteine. Mal gucken, was da passiert beim Doppelklick. Okay, der legt die dann auch schon dann automatisch da ab. Okay, dann machen wir die mal komplett so weit weg. Natürlich bestimmt jetzt hier wieder eine krumme Zahl, die rauskommt. Natürlich wieder irgendwie nur ein oder zwei über hab. Nee, geht auf. Okay, dann kommt ihr noch da rein. Und dann haben wir doch wieder ein bisschen mehr Platz hier. So, die Dinger, die habe ich schon freigeschaltet. Die können wir dann getrost verkaufen. Das auch. Die sind auch schon irgendwie da drin. Ups. Okay, halt, Moment, da war doch. Achso, die sind anders. Naja, okay. So, die könnten wir verkaufen. Die andere Änderung, was gemacht worden ist, bezieht sich auf die Eigenschaften. Sieht zwar immer noch genauso aus wie vorher, allerdings braucht man nicht hier irgendwie 5 Punkte reinzusetzen, sondern immer nur jeweils nur einen, um hier Sachen freizuschalten. Dafür hat man auch nur noch 14 Punkte und nicht 60 oder sowas, oder wie viel es waren. Das heißt, ja, wenn ich jetzt hier plus klicke, dann ist das hier direkt hier drin. Und hier ist es dann halt auch, dass man da sich jetzt halt aussuchen kann, was man da drin haben will. Eigentlich genauso wie bei dem anderen halt auch. Da hatte man halt dieses Dropdown-Fenster, aber anscheinend kann man das da reinziehen. Ach nee, das ist dann doch auch nach den einzelnen Tiers hier sortiert, sodass man da nicht irgendwie hier sämtliche hochrangigen Dinger hier zukleistern kann. So, das heißt, was könnten wir denn da? Können wir das hier? Ich weiß immer noch nicht, was Schwarzmagie ist. Hält länger an, das wäre eigentlich ganz gut. So. Was? Punkte verwenden, um den Nebeneigenschaftsplatz von Feuermagie im Rang Meister. Ja, mach mal. So, das da. Ja, ist gut. Hier kannst du auch reinmachen und so. 8. Ah ne, 6 Stück haben wir da jetzt reingesetzt. Bleiben noch 8 über. So, was können wir da? Ach, wieso kann man da denn jetzt? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Weil hier war es ja, konnte man jetzt hier auswählen, da waren hier alle drin und hier ist dann nur eine bestimmte Auswahl. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich da als so drin hatte. Feuerschild. Wenn ihr ein Schild aktiviert, erhaltet ihr ein Feuerschild. Na gut, machen wir rein. Oder? Das ist eins mit dem Feuer. Achso, ist schon drin. So, und da, Großmeister. Möge Baumlied mit euch sein. Ja, nehmen wir das da mal. Ha! Dann würde ich sagen, machen wir hier als nächstes Erdmagie für Zähigkeit. Mein Wort ist meine Ehre. So. 6 und dann haben wir nur noch 2 übrig. Vita.
Oder Präzision. Da würde ich schon fast sagen, wir gehen da auf Präzision für Crit-Schaden. So, was haben wir da? Steinsplitter. Na los doch, schlag mich. Siegel. Siegel haben wir eigentlich nicht so viel, deswegen brauchen wir das nicht. Schutz und Stabilität. Blutung dauern länger. Hier eine Aura auf euch selbst oder einen Verbündeten anwendet. Dann nehmen wir das mal mit mehr Schaden. Ich bin schnell wie der Wind. Was nehmen wir als nächstes? Also man kann natürlich hier auch die von hier unten von niedrigeren Tiers nehmen. Also eigentlich wie gehabt. Schneller Zustände verkrüppeln, Bewegungsunfähigkeit, verringert wieder bei Erdwaffenfertigkeiten. Ja, nehmen wir das Zustandsschaden, weil wir gehen ja eigentlich sehr viel auf Zustandsschaden, ob das jetzt Brennen ist oder Bluten ist, ist ja eigentlich egal. Ich fühle mich erneuert. Siegel erhalten. Das wäre eigentlich interessant, wenn ich halt tatsächlich hier Siegel einsetze. Ihr könnt nicht Ziel von Zuständen sein, wenn eure Lebenspunkte über der Schwelle liegen. Ah, okay. Okay. Nehmen wir das. Ja, Verleihen bei Anwendung Eile und Wut. Warum auch immer. Erhöhung der Ausdauerregeneration wäre sinnvoll. Der Glyphen. Erhaltet super Geschwindigkeit, wenn ihr euch auf Luft einstimmt. Nee. Erhaltet Heilung basierend auf eurer Präzision. Ja, Pfeilkraft bringt nichts. Andersrum wäre besser. Fügt mehr Schaden zu, wenn die Lebenspunkte eures Gegners unter die Schwelle fallen. Mal von mir aus. Haben wir jetzt halt komplett auf Damage geskillt. Man kann hier auch wieder zurücksetzen, ohne irgendwie, hoffe ich zumindest mal, ohne Geld zu investieren. Was darf ich euch anbieten? Ja, dann haben wir den ganzen Blödsinn, den wir gerade gemacht haben, hier gelöscht. Okay, im Prinzip werde ich da jetzt nochmal gleich ein bisschen, im Prinzip das Ganze nochmal wiederholen, mein Zeug hier verkaufen und würde dann sagen, das war's dann für diese Folge und in der nächsten Folge geht's dann hier wieder mit unserer persönlichen Story da weiter. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.